sind hier im Leviathan Mario in Skorzelec. Das ist, na guck an, hier gibt es sogar Kaffee. Das ist hier ein kleiner Markt, aber und die Einkaufswagen müssen wir auch nicht bezahlen, die gibt es ohne Geld. Jetzt schauen wir mal, was der hier alles hat. Ich habe es ja schon mal erwähnt, preislich ist er auf dem Niveau von Kaufland in Deutschland. Aber trotzdem mag ich den Markt hier. Jetzt nehme ich die da mal mit. Was kosten die 3 Swati? Das ist jetzt nicht viel, aber da habe ich jetzt Bock drauf. Kuchenbackform. Und auf der linken Seite sind noch mehr so Backformen. Gibt's. Schauen wir mal. Was kosten hier das Öl? 4,99. 4,99. Der aktuelle Kurs waren 4,26 heute. Ah ja, Ketchup wollte ich mitnehmen. Ketchup Picanti. Hier haben wir also verschiedene Preisklassen natürlich. Picanti. Das wird der billigste sein hier. Der ist auch Picanti. Picanti, das ist ein bisschen schärfer wie der normale Ketchup. Also der kostet hier nicht mal ein teurer. Den nehmen wir mal mit. Senft habe ich noch genug zu Hause. Und das sind die üblichen Senft, die es hier überall zu kaufen gibt. Nudeln. Spaghetti 4,99 und die da, Leviathan, die kosten sogar nur 2,39. Das ist 50 Cent. Onkel Benz. Ne, das ist nicht mehr Onkel Benz, dann nehme ich ihn auch nicht. Nehme einen anderen. Der billigste wäre jetzt hier der hier für 3,99. Was ist da der Unterschied? Ja, Jasminreis. Ja. Naturalni. Das ist Naturreis und die anderen sind immer irgendwie gewürzt oder was. Naturalni, da steht auch Naturalni drauf. Dann nehmen wir mal den mit. Mehl,
Ja, auch für die Tierchen gibt es hier Pedigree, so eine bekannte Marke. Und jetzt werde ich hier schon wieder getrieben, um im Dauerlauf hier durchzuhetzen. Was ist denn das? Krakus. Jetzt hier alles die Fischabteilung. Tunzig. Kosten der 10 Swati. Das da ist ja auch bekannt. Reisnudeln. Glasnudeln oder wie sagt man da dazu? Ich sage immer China-Nudeln, ja, und das braucht man, wenn man Sushi selbst machen will. Ja. Schauen wir mal. Gibt es denn hier eines? Hier gibt es die Wachteleier. Die Wachteleier. Da war ich schon mal hier, die haben wir gekauft. Die waren recht gut. Ich kann ja also empfehlen. Milch brauchen wir halt nicht. Kosten die da unten 3,49, das ist weniger als ein teurer. Jetzt will ich hier noch mal schauen. Ja, schauen wir, ist allgemein nicht billig. 17 Swati, also 4, 8, so um die 4 Euro rum. Aber es gibt natürlich auch billigere Sachen. Na gut, hier ist zwar weniger drin, deshalb kostet es weniger, aber hier Palmolive, das kostet hier nur 12. Wo haben wir denn was mit der gleichen Menge? Ach, hier war das. Rosenwasser, also das ist was Spezielles, das ist hier zum Backen. Und das billigere hier für 13 Swati, das kommt aus der EU, das ist, ich glaube aus Bulgarien, ich kann es jetzt nicht lesen, Bulgarien, und das hier ist Bio, Rosenblütenwasser, aber ich kann es jetzt nicht erkennen, aus welchem Land das ist. Da muss ich jetzt erstmal kurz. Ich habe ja mein Spekuliereisen dabei. Dann schauen wir mal. Taste of India. Und das ist hier. Das ist hier mit so eine Art Fett, oder wie man das sagt, weil das kostet hier 35 Swati. Und irgendwo habe ich es gelesen, letzte Mal habe ich es gelesen, dass da ein bestimmter Teil von dem Kaufpreis dann an die Erzeuger geht, also als ja, Fairtrade halt, ich kann es jetzt nicht genauer erklären, weil da war jetzt noch ein Aufkleber drüber.
Ich habe das aber letzte Mal schon gelesen, weil ich war hier in dem Markt schon mal. Also dieses Rosenwasser, das ist nicht Kosmetik fürs Gesicht, sondern das kann man zum Backen verwenden. Hier haben wir die, ja, das wollte ich kaufen. Ananas. Ananas in Scheiben. 6,99 €. Was ist denn da der Unterschied? Ach, das sind in Stücke da. Ja, für Hawaii Toast habe ich lieber in Scheiben als in Stücken. Ja, hier gibt es natürlich auch so Sachen. Kreide. Da gibt es noch einen Weihnachtsmann. Da oben sind schon die Osterhasen und da steht noch ein Weihnachtsmann. Der ist aus Plaste. Das ist wohl, ach, das ist einer zum Aufziehen, der dann laufen tut. Die Kaffee. Kosten der hier 34 Swati. Und der Jakobs. Guck mal an, der Jakobs ist sogar billiger, der kostet hier nur 29 Swati. Weil ich jetzt eigentlich gedacht habe, dass der Jakobs der teurere wäre. Nein, das ist Pulver, das ist auch Pulver. Und das sind die kleinen. Maxwell House. Und Chips und Brot. Hier sind die Tiefkühlsachen. Was ist das? Na, blöder Teig. Matthias, ja, ein Fischstäbchen. Alkoholfreies Bier. Zivil kenne ich jetzt zwar nicht, aber. Gibt es also auch alkoholfreies Bier hier? Es gibt natürlich auch normales Bier, ist klar. Sind halt jetzt alles keine deutschen Marken, die sind mir jetzt also nicht bekannt. Kann jetzt also nicht sagen, das ist gut oder das ist nicht gut. Ja, und da vorne ist dann die Kasse. Da gibt es dann auch noch die härteren Alkoholsachen. So. Und ich habe hier auch irgendwo schon zuckerfreies Cola. Ach ja, da unten Zero, aber das ist, ja, das ist 1,5 Liter. Und die üblichen Getränke, die es halt bei uns auch gibt. Und der ist direkt an der Hauptstraße hier, der Markt. Also da fährt man, wenn man von Skorzel jetzt Richtung Bogatynia fährt man da automatisch dran vorbei. Und Säfte gibt es auch hier, die bekannten. Die habe ich gern. Die da habe ich gern und die da sind auch gut. Na, die sind alle gut, ne? Aber ich habe halt die besonders gern.
Und wo ist jetzt mein Lieblingssaft? Den sehe ich jetzt hier gar nicht. Kaktus sehe ich jetzt hier gar nicht, aber ist jetzt egal. Wenn Sorte Golden Flaxseed, Flaxseed 9 Teuer, und was ist das? Semi Braunflachs. Ach, das ist das Braune und das ist das Weiße. Von dem Weißen ist nur noch eins da. Und das haben wir hier oben noch. Marker ist Mehl.